ist die Dose? Julieta! Nein, nein, nein! Wo ist Nyoda? Suchen Sie das hier? Das gehört mir! Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Her damit! Sofort! Ich hab auch keinen Rasierschaum mehr. Stört Sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht zitteln! Aber man soll den Schaum vorm Benutzen gut schütteln. Steht doch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich InGen fragen? Oh, jetzt, warum, wie er da auf dem Baum oben hockt. Wie der echte Yoda, hey, Wahnsinn. Die gehört mir nicht. Das geht sie in den Dreck an. Die gehört mir. Embryos, Vorsicht. Denk dir was Verrücktes aus. Was? Es geht mir den Dreck an. Wissen Sie was? Ich muss Ihnen gar nichts sagen. Hören Sie, Lady. Sie müssen mir gar nichts sagen. Die Experten bei InGen werden sich schon alles selbst zusammenreinigen. Nein! Sie müssen das nicht tun! Embryos. Das sind Dinosaurier-Embryos. Sie sterben, wenn Sie sie fallen lassen. Hören Sie, Yoder! Billy, vielleicht können wir einen Deal machen. Klingt interessant. Reden Sie. Gibt's denn keine Kavaliere mehr? Von wegen. Der ist bestimmt scharf auf Geld. Bedroh ihn. Nein, der ist bestimmt scharf auf Geld. Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt für sie eine nette Summe raus. Erzähl ihm irgendwas, Hauptsache er glaubt es. Sie sind wertvoll. Vielleicht ist er unterbezahlt. Sie sind wertvoll. Also steigen wir mal den Wert der Embryonen in die Höhe. Oh Gott, hör schon wieder stampfen. Diese Embryos sind mehr als 1 Million wert. US-Dollar! Ich habe einen Käufer. Bringen Sie uns zu ihm und wir werden reich. Klar, als ob InGen einen freien Mitarbeiter wie mich nicht unter die Lupe nehmen würde, wenn sie merken, dass die Kronjuwelen fehlen. Keine Chance. Blöd. Vielleicht ist er unterbezahlt. Erzähl ihm irgendwas, Hauptsache er glaubt es, okay? Versuchen wir mal die Richtung. InGen klopft ihnen nur auf die Schulter und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich mache aus ihnen einen reichen Mann. Ihre Schulden werden bezahlt. Sie könnten kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Okay, reden Sie weiter. Okay, also doch das Geld. Bedrohung. Gibt es keine Oh, was sind das für zwei unterschiedliche Dinger wieder hier? Gibt es denn keine Kavaliere mehr? Bedrohung. Ich gehe mal auf die Kavalierschiene. Bitte! Ich erwarte nicht, dass Sie mir vertrauen, aber Sie sollten sie mir einfach zurückgeben und mich gehen lassen. Muss ich meine Tochter erwähnen? Oh Gott, ja, musst du. Von einem Söldner zum anderen. Von der Misere meines Volks erzählen. Von der Misere meines Volks. Okay, sie ist ja sehr zurückhaltend, was ihre Tochter angeht. Von daher würde ich sie einschätzen, dass sie erstmal eine andere Schiene versucht, bevor sie wirklich letztendlich dann die Tochter erwähnt. Um die es ihr ja wirklich geht, vermute ich mal. InGen hat mein Volk um dieses Land gebracht. Sie haben sie mit vorgehaltener Waffe umgesiedelt. Und wenn man ihnen den Dschungel nimmt, treibt sie das in die Armut. In dauerhafte, zerstörerische und ausweglose Armut. Wollen Sie wirklich für ein Unternehmen arbeiten, das so etwas tut? Nicht nur Sie hatten es schwer im Leben, Lady. Sie wurden von den Leuten abgezogen, die meine Rechnungen zahlen. Außerdem habe ich gehört, dass die Insel von der kostarikanischen Regierung vermietet wurde. Legen Sie sich doch mit denen an. Von einem Söldner zum anderen muss ich meine Tochter erwähnen, ja. Machen wir das mit der Tochter jetzt einfach mal. Ich habe eine Tochter. Ich brauche Geld, um sie aus dem Ghetto zu holen. Sie wissen, wie es Mädchen dort geht. Sie verdient ein besseres Leben. Im Ernst? Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut und Sie helfen mir, meine Tochter zu retten. Jeder hat also was davon. Okay, das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu Ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oscar ist dabei. Warum? Weil er mein Partner ist, darum. Das geht schon klar. Vertrauen Sie mir. Warten Sie erstmal ab und entspannen Sie sich. Nicht jede Frau erlebt auf einer tropischen Insel einen Sonnenuntergang mit Billy Yoda. Geil, wie sie schaut. Das war echt schön. Das war echt ein schöner Blick. Okay, da haben die jetzt einen Deal ausgehandelt. Irgendeine Idee, wo genau im Park wir uns befinden?
Wir sind nicht weit von der Meeresausstellung entfernt. Und das Telefon dort funktioniert. Zumindest ging es heute Morgen noch. Kommen wir von den Tunneln dorthin? Ich glaube schon. Also gut, gehen Sie vor. Ich will uns so schnell wie möglich herausholen. Keine Wissenschaftsprojekte mehr, okay? Okay, verstanden. Oh, das sieht übel aus. Laura, Ihre Radiosendung. Was, warum sind Sie nicht der Boss, Sorkin? Jess, diese Gänge, gehen wir in die richtige Richtung? Laura, Ihre Radiosendung, okay. Versucht mal auf die vertrauensvolle Schiene. Ich wollte Sie die ganze Zeit schon fragen, warum Sie Ihre Radiosendung nicht mehr machen, Laura. Sie hatten eine Radiosendung? Radio würde ich das nicht nennen. Ich habe mich in das Parksystem eingehackt und was aus meiner Sammlung gespielt. Dafür war ich aber in letzter Zeit zu beschäftigt. Mussten Sie Artie Bridges wirklich zeigen, wie das geht? Ich bereue es ja, aber woher sollte ich wissen, dass er so schlecht ist? Er hat mich angefleht und meinte, es wäre sein Traum, beim Radio zu sein. Er sollte sich lieber weiter um die Hausmeister kümmern. Er ist schrecklich. Okay, stimmt. Die Ratte erwischt jetzt, wusste ich. Deshalb war es wohl nur ein Traum. Er nimmt seine Sendung übrigens vorher auf, damit er sie während der Arbeitszeit ausstrahlen kann. Habt ihr das gehört? Klang wie eine Ratte. Mhm. Dinosaurier sind nicht die einzige invasive Spezies, die Ingen auf die Insel mitbrachte. Es gibt viele Ratten in diesen Tunneln. Das Wartungsteam stellt hier unten ständig Fallen auf. Okay, warum sind Sie nicht der Boss? Diese Gänge, gehen wir in die richtige Richtung? Warum sind Sie nicht der Boss? Okay, fragen wir mal. Wo wir schon dabei sind, uns besser kennenzulernen. Warum ist Dr. Wu Chefgenetiker geworden und nicht Sie? Ganz einfach. Wegen der Frösche. Frösche haben Ihre Beförderung verhindert? Genauer gesagt, Ihre DNS. Bevor wir Dinosaurier klonen konnten, mussten wir entscheiden, wie wir die Lücken in den gefundenen DNS-Sequenzen füllen. Das weiß ich noch von der Tour. Sie haben Dino-Blut in Mückenfossilien gefunden, oder? Richtig. Ich wollte ein vollständiges prähistorisches Genom schaffen und zwischen allen verschiedenen DNS-Proben aus dem Bernstein Kreuzverweise erstellen. Es wäre sicherer gewesen. Hätte aber mehr Zeit gekostet, als der Vorstand uns geben wollte. Also hat sogar Hammonds keine Kostenscheuen-Philosophie ihrer Grenzen. Genau. Henry, Dr. Wu, schlug vor, die Lücken mit Frosch-DNS zu füllen. Sehr riskant. Wir wissen immer noch nicht von allen Effekten. Aber es war eine schnelle Lösung. Also wurde Henry Chefgenetiker und ich stand dumm da. Okay. Jess, diese Gänge. Gehen wir in die richtige Richtung. Ich frag mal Jess. Keine Angst, Jess. Hier sind wir sicher. Wo führen all diese Türen hin? Zu den Wartungskorridoren. Dort werden alle wichtigen Systeme des Parks gesteuert. Strom, Wasser, Klimatisierung und so weiter. Durch die Tunnel auf dieser Seite sollen Tiere, Personal und Nahrung transportiert werden. Deshalb sind sie so groß. Sie sind vom Wartungsnetz getrennt, um Unfälle zu vermeiden. Okay, dann haben wir jetzt alles durch. Gehen wir in die richtige Richtung. Oh Gott, gleich kommen die Raptoren und wieder Quicktime-Events. Ich hab ja jetzt schon Angst, hey. Wollen Sie wirklich nicht zum Besucherzentrum, Dr. Sorkin? Ingen sucht dort sicher zuerst, wenn Sie nichts vom Rettungsteam hören. Diese Tunnel reichen nicht bis zum Besucherzentrum. Keine Ahnung, wie Sie das sehen, aber ich will nicht mehr draußen rumlaufen. Ich auch nicht. Hat jemand meine Zigaretten gesehen? Ich dachte, ich hätte noch welche. Die laufen doch im Kreis die ganze Zeit. Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. Normalerweise ein paar Mal am Tag. Aber wir waren ja beschäftigt. Wo hatten Sie sie zuletzt? Gleich hier in meiner Tasche, dachte ich zumindest. Vielleicht sind sie rausgefallen, als wir vom Wasserturm gesprungen sind. Glaube ich auch. Naja, ohne sie bin ich wohl eh besser dran. Oh. Okay, jetzt geht's los. Was macht sie? Ah, sie hat die Zigaretten. Warum? Will sie, dass sie das Rauchen aufhört? Powerplant. Können wir kurz anhalten? Meine Beine bringen mich um. Schätze, wir könnten alle eine Pause brauchen. Sehr gut. Oh, jetzt doch nochmal Szenenwechsel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie lange die Embryos noch überleben. Wir müssen meinen Kontakt am Boot treffen. Wir bleiben hier, bis Oscar zurück ist. Wir wissen doch nicht mal, ob er noch lebt. Oscar geht's gut. Er kommt schon zurück. Und wir werden bleiben. Egal, was passiert. Na, ich wusste es. Ja, dann viel Spaß bei egal, was passiert. Andererseits, vielleicht haben Sie recht. Na los, wir müssen hier weg. Keine Zeit, verstecken! Verstecken hinterm Baum, Alter, das ist ein Typ. Ah, 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 scheiße. Hat gefailt. Oh, Mist. Oh Gott, was soll ich jetzt denn tun?
Oh. Genau. Und da war sie weg. Weggebackt. Nein, gefailt. Scheiße, mach doch keinen Scheiß, nein. Weg da. Komm, das sieht er doch gar nicht. LB, na, ich drücke natürlich RB, ich Depp. Fuck, ich frage mich, wie viel Fail ich noch ertragen kann. Ganz ruhig, Kleine. Scheiße. Mist. Okay, aber fertig. Ich verschwinde! Okay. Da bin ich doch noch einigermaßen davon gekommen, hey. Aber trotzdem gefailt. So, jetzt kommen die Raptoren. Ganz bestimmt. Wie viele Gänge gibt's denn da eigentlich noch? Hey, ist ja Wahnsinn. Durch wie viele Gänge laufen die? Alter! Ein bisschen vom Lysin-Präparat gefällig? Nein, danke. Wissen Sie was? Warum nicht? Nach dem ganzen Gerenne können Proteine meinen Muskeln wahrscheinlich nur gut tun. Das dachte ich mir auch. Ich habe mich schon seit Karneval nicht mehr so viel bewegt. Jetzt, wo die Parasaurier kein zusätzliches Lysin mehr brauchen, müsste ja ziemlich viel übrig sein. Was das angeht, nicht nur die Parasaurier. Wir haben das Gegenmittel in die Hauptwasserversorgung gegeben. Aber so erreicht es jeden Dinosaurier im Park, die Lysin-Kontingenz. Okay. Aufgehoben? Das ist doch verrückt. Aufgehoben? Sie sind verrückt. Den Dinosauriern Lysin zu entziehen, war der einzige Sicherheitsmechanismus, der sie aus dem globalen Ökosystem fernhielt. 120 Mal mehr reichen nicht. Das Ökosystem wird sich anpassen. Was ist mit Ihrem Ökosystem? Die Dinosaurier können sich nicht vermehren. Okay, 120 Meilen mehr reichen nicht. Muss ich Sie daran erinnern, dass 120 Meilen mehr die Isla Nublar vom Festland trennen? Die Lysin-Kontingenz war grausam und unnötig. Und wenn Sie schwimmen können? Ah, oh, das ist ja blöd. 120 Meilen glaube ich auch nicht, dass Sie das wirklich können. Was ist mit den Pteranodons? Und wenn Sie schwimmen können? Ich frage mal die dumme Frage. Sind Sie absolut sicher, dass keines dieser Tiere schwimmen kann? Ich bitte Sie, Jerry. So sind die asiatischen Elefanten von Sri Lanka nach Indien gekommen. So was ist schon mal passiert. Das ist doch lächerlich. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Sauropoden schwimmen konnten. Keinen. Mhm. Haben Sie jemals schwimmen gesehen? Was? Haben Sie jemals schwimmen gesehen? Das Entkommen ist unwahrscheinlich. Wir reden jetzt mit ihr. Okay, haben Sie jemals irgendeinen Saurier schwimmen sehen? Sie sehen sie doch jeden Tag. Haben Sie jemals erlebt, dass einer der Dinosaurier schwimmen wollte? Wir halten sie in Käfigen, Laura. Sie haben also gar keine Gelegenheit. Aber sicher können mehr Vierbeiner schwimmen als nicht schwimmen. Okay, ich gebe zu, dass einige Sauropoden eventuell schwimmen können. Aber ich glaube trotzdem, dass 120 Meilen offenes Wasser eine wirksame Barriere sind. Ja, finde ich auch. Sie würden sie einfach alle sterben lassen? Nur eine Entscheidung ist moralisch richtig. Okay, sie ist natürlich pro Dinosaurier und will nicht, dass sie sterben. Von daher hat sie den Lysinmangel, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass sie aussterben, behoben. Und das ist halt vielleicht nicht so unbedingt im Sinne der anderen Leute. Sie würden sie einfach alle sterben lassen? Die geringe Möglichkeit, dass ein Dinosaurier zum Festland schwimmt, ist nichtig, angesichts unserer Verantwortung, diese Tiere menschlich zu behandeln. Sie sind unseretwegen hier. Okay, aber geht es nicht darum, sie zu töten? Gespräch beenden. Nö, machen wir schön weiter. Ich will nicht, dass diese Tiere sterben. Wirklich nicht. Aber wir alle haben der Lysin-Kontingenz zugestimmt. Das war eine Voraussetzung für die Arbeit. Für Sie vielleicht. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ich schon hier war, bevor von der Lysin-Kontingenz überhaupt die Rede war. Das war Henry Wu's Idee. Diese Diskussion bringt nichts. Das ist mein Lebenswerk. Okay. Achso, das ist, okay, Sie wieder. Das sollte der letzte Ausweg sein. Das ist Henry Wu's Idee. Henry Wu kennt man, ist der asiatische Kerl aus dem ersten Teil, den man auch im neuesten Teil Jurassic World sehen kann, den ich übrigens jetzt schon dreimal gesehen habe. Kann man sich anschauen, aber manche Sachen passen mir einfach nicht bei dem Film. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Das war Henry Wu's Idee. Die Lysin-Kontingenz war Henry Wu's Idee als Bewerbungshilfe für die Spitzenstelle. Und sie ist definitiv tödlich. Ich konnte ihn nicht aufhalten, aber ich war niemals damit einverstanden. Nicht eine Sekunde. Sie sind immer noch hier. Überlegen wir mal.
Mein Lebenswerk fortführen? Oder zulassen, dass andere es korrumpieren, davon profitieren und mich daran hindern, jemals darüber zu sprechen? Habe ich eine Wahl? Nein, eigentlich nicht. Sie glauben den Umständen und ihrer Herkunft zum Trotz doch nicht wirklich, dass es okay ist, eine Spezies auszurotten. Geschweige denn ganze Speziesgruppen. Niemand hat das Recht dazu. Wir sind verantwortlich. Wir könnten von vorn anfangen. Ja, das ist eigentlich, so ist eigentlich Jurassic World dann entstanden. Sie haben einfach von vorn angefangen. Selbst wenn jeder Dinosaurier auf der Insel sterben würde, wäre Standort B noch aktiv. Wir könnten sie nochmal klonen. Was sie getan haben, war fahrlässig. Tut mir leid, Jerry, aber das ist naiv. Wissen Sie überhaupt, wie teuer es ist, nur einen Saurier zu klonen? Der Vorstand gibt sicher nicht noch mehr Geld für Hammonds Hirngespinst aus. Okay. Wir sind verantwortlich. Die letzte Option in diesem doch längeren Gespräch. Natürlich würde ich Ihnen recht geben. Niemandem steht es zu, eine gesamte Spezies zu töten. Aber Sie geben doch zu, dass das hier ein Sonderfall ist. Wir sind verantwortlich. Oh, diese Diskussion bringt nichts. Uns um sie zu kümmern und sie nicht zu töten, so ist es besser. Machen wir das mal. Ja, wir sind verantwortlich. Nicht nur für unser eigenes Wohl, sondern auch für das der Tiere. Ich weiß nicht, Laura. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich muss es Ingen sagen. Das verstehe ich. Seid ihr bald fertig? Jess, wo warst du? Nur den Gang runter. Ihr habt doch eh nicht gemerkt, dass ich weg war. Tut mir leid, Schatz, ich war abgelenkt. Aber mach das nicht nochmal, okay? Klar, okay. Okay. Ist auch fahrlässig, dass sie hier einfach so allein durch den Gang läuft, während die Raptoren im Seitengang oder im Schacht rumwandern. Oh Gott. Jetzt geht's hier weiter. Lauft. Oh. Los! Ah, ist da. Oh nein, komm schon! Oh. Cool. Boah, schaffen wir es, ihn einzusperren? Oh, die Raptor, natürlich. Was war das? Da habe ich irgendwie gefailt. Oh Gott. Puh. Was macht der Raptor? Was macht der T-Rex? Oh! Krass. Okay. Sehr guter Plan gewesen. Wie mache ich weiter? Nach oben? Oh Gott, diese Kriegtürme-Events sind immer so spannend. Diese Viecher werden nie satt. Oh Gott! Schnell! Runter! Sehr gut, jetzt das Tor zu machen. Mach das Tor zu! Abby, scheiße, verfehlt! Oh! Oh, scheiße!